Liebe Jägerin, liebe Jäger, liebe Freunde aus dem ländlichen Raum. In der Schweriner Volkszeitung vom Montag steht, wir würden mit dieser Demo nicht den Wald, sondern unser Hobby im Blick haben. So als ob wir Briefmarken sammeln würden. Also vielleicht beginnen wir damit erst einmal. Jagd ist kein Hobby. Jagd ist eine Lebenseinstellung. Wir leben mit, in und von der Natur. Wir haben eine eigene Sprache und eigene Tradition. Und genau darum geht das heute. Wir wollen den Kern unserer Lebenseinstellung erhalten. Und dieser Kern besteht aus Nachhaltigkeit und Fairness gegenüber dem Wild. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Demonstration heute für viele von uns eine Premiere ist. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Auf dem Land lieben wir vor allem unsere Freiheit und wir möchten eigentlich in erster Linie in Ruhe gelassen werden. Niemand von uns braucht Demonstration, um andere zu belehren oder ihnen einen eigenen Lebensstil aufzuzwingen. Und das ist genau der Unterschied zwischen uns und Klimaklebern in den Städten. Wenn aber unsere Freiheit und unsere Selbstverwaltung eingeschränkt werden, dann ist irgendwann das Maß voll. So wie unsere Landwirte jetzt auf die Straße gehen, um dem bäuerlichen Betrieb ein Gesicht zu geben, so treten wir für eine nachhaltige und faire Jagd ein. Ich danke euch allen, die ihr hier seid und uns unterstützt. Ein herzliches Willkommen auch allen Jägerinnen und Jägern aus den anderen Bundesländern. Stellvertretend für viele begrüße ich unseren DJV-Präsidenten Helmut Dammann-Tamke mit Ole Niestreu und Dirk Wellershoff, mit Kai Hamann aus Brandenburg, Jens Hader aus Schleswig-Holstein. Aber die Familie der Landnutzer ist groß. Ein ganz besonders herzliches Willkommen gilt deshalb auch Marco Gemballa, Vizepräsident unseres Bauernverbandes. Und hier an dieser Stelle ganz besonders, wir stehen in dieser Woche an eurer Seite. Es geht uns heute um eine nachhaltige und faire Jagd. Und genau damit will das Jagdgesetz Schluss machen, das Sie, lieber Herr Dr. Backhaus, uns auf den Weihnachtstisch gelegt haben. Herzlich willkommen und Respekt für Ihr Erscheinen. Das Internet ist voll von Ministersprüchen. Jagd und Wild sind eine Einheit. Jagd und Wild stehen in einem symbiotischen Verhältnis. Dafür stehe ich persönlich. Und jetzt ganz zuletzt in Ludwigslust auf offener Bühne das Versprechen, die Mindestabschussregelung zu überarbeiten. Aber diese Reden müssen immer an einem Sonntag gehalten worden sein. Denn was kommt jetzt? Zunächst will das Ministerium die Mindestpachtzeiten verkürzen. Da denkt man sich, naja, das ist ja nicht so schlimm, 6 statt 12 Jahre. Doch dahinter steckt ja eine Idee. Es ist die Abkehr von der Nachhaltigkeit, von der Pflege eines Reviers. Wer pachtet, der richtet ein Revier ein, der investiert in Wildesungsflächen, Biotoppflege, jagdliche Einrichtungen. Da will man schon Planungssicherheit haben. Doch gerade das will die moderne Jagdpolitik nicht. Der ideale jagdliche Betrieb sieht ganz offensichtlich aus wie ein Heuschreckenschwarm. Rein ins Revier, 6 Jahre lang abknallen und dann wieder raus. So sieht Nachhaltigkeit in den Augen unseres Ministeriums aus. Wollen wir das? Nein! Natürlich nicht. Und dann kommt der Mindestabschussplan. Durch einen ungedeckelten Mindestabschussplan sollen wir dafür sorgen, dass in der Zukunft standortgerechte Baumarten ohne Schutz wachsen sollen. Standortgerecht ist jede Art, die hier wachsen kann. Das kann natürlich auch die Libanon-Zeder sein und die soll ohne Schutz wachsen. Ein Wildbestand kann noch so dünn sein. Wenn man eine Kirsche in die Kiefern setzt, der Rehbock wird sie finden und wenn es der letzte ist. Gerade deshalb unterscheidet unser Wildschadensrecht zwischen Haupt- und Nebenbaumarten. Neue Pflanzen ohne Schutz wachsen zu lassen, das widerspricht allen Erfahrungsgrundsätzen. Auf der Strecke bleiben unsere Wildbestände. Jetzt wird immer erzählt, dass die laufend ansteigen. Das ist schlichtweg falsch. Die Rotwildstrecke des vergangenen Jagdjahres war die niedrigste seit 10 Jahren. Beim Dammwild haben wir einen Einbruch von 20% innerhalb von 4 Jahren. Und das Muffelwild, das muss man ganz deutlich so sagen, das steht vor der Ausrottung. Das sehen wir in Wolfsland Brandenburg. Dort hat sich die Jahresstrecke um 90% verringert. Beim Rotwild
ist Brandenburg um 40% eingebrochen. Wir sehen daran, wohin die Reise geht, insbesondere wenn wir mit dem Wolf teilen. Nun sagt uns das Ministerium, das ist doch alles nicht so schlimm, was regt ihr euch so auf? Wir haben doch die Wildbewirtschaftungsrichtlinie. Und wir schreiben das Gesetz doch rein, dass ein Wildbestand erhalten bleiben muss. Das, ihr Lieben, das sind wieder Sonntagsreden. Eine Wildbewirtschaftungsrichtlinie steht unter dem Gesetz. Sie kann jederzeit geändert werden. Ausschlaggebend ist ausschließlich der Mindestabschuss. Die Berner Artenschutzkonvention sagt nun ganz eindeutig, dass der Gesetzgeber konkrete Maßnahmen treffen muss, um einer Übernutzung geschützter Arten entgegenzuwirken. Und genau an diesem konkreten Schutz fehlt es hier. Und das soll auch so sein. Wir sollen von Jägern zu Schädlingsbekämpfern degradiert werden. Wollen wir das wirklich? Nein! Und warum auch? Geht es unserem Wald in Mecklenburg-Vorpommern so schlecht? Der Holzvorrat in Mecklenburg-Vorpommern hat sich innerhalb der letzten 20 Jahre verdoppelt. 75% unserer Waldfläche ist mittlerweile mit Mischbeständen bestockt. Und die Verbissquoten haben sich halbiert. Trotzdem, lieber Herr Roth, ich habe ihn ja schon gesehen, trotzdem entblödet sich die SVZ nicht, von 20 Millionen Euro Wildschaden pro Jahr zu schreiben. Im Wald. Angeblich sollen das Hochrechnungen, von wem bitteschön, belegen. Also hier gilt die alte Weisheit, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich will euch sagen, wie groß die Waldwildschäden sind. Herr Roth, vielleicht schreiben Sie das mit. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim, und der ist fast doppelt so groß wie das Saarland, hat es in den zurückliegenden 5 Jahren drei Verfahren über Wildschadenersatz im Wald gegeben. Der Durchschnittsschaden der letzten 5 Jahre lag im Wald dort bei 1.750 Euro. Und auf dieser Basis will man uns einen Mindestabschuss verordnen. Jeder Waldbesitzer bekommt seit 30 Jahren den Abschussplan, den er haben möchte. Wir haben es also mit einem Vollzugsproblem zu tun und nicht mit einem Gesetzesproblem. Das zeigt sich auch schon bei unseren Forstämtern. So viele erfüllen ihre Abschussvorgaben nicht. Försteht mich richtig, das soll keine Försterschelte sein, mitnichten. Wir gehören zur gleichen Familie wie Bauern und Fischer. Viele Beamte und Angestellte der Landesforstanstalt zählen zu unseren Mitgliedern. Und wir wollen auch, dass das so bleibt. Doch wenn selbst unsere Profis es nicht schaffen, Abschussvorgaben zu erfüllen, dann kann es mit den hohen Wildbeständen so schlimm auch nicht sein. Nun bleiben aber nicht nur unsere Wildbestände auf der Strecke, sondern auch unsere Jägergemeinschaften. Das beginnt schon mit der Abschussplanung für die Landesforste. Das neue Jagdgesetz verlagert die Abschussplanung auf die Landesforst, für die Landesforst auf die oberste Jagdbehörde. Die Jägergemeinschaften können das ja nicht. Einige sind eben ein wenig gleicher als andere. Auf so eine Weise, lieber Herr Minister, werden Jagd und Forst noch weiter gespalten. Der Mindestabschuss wird aber mit unseren Hegegemeinschaften gleich ganz Schluss machen. Stellen wir uns einmal vor, ein Richter spricht ein Urteil, aber es hält sich keiner dran. Ein Arzt verschreibt eine Medizin, der Patient nimmt sie aber nicht. Wer will dann noch so einen Beruf ausüben? Keiner. So wird es unseren Hegegemeinschaften gehen. Wenn es völlig gleichgültig ist, was man plant, weil ja doch jeder schießt, was er will, dann können wir diesen wichtigen Teil der jagdlichen Selbstverwaltung beerdigen. Wollen wir das? Nein! Und wer soll diesen Job in Zukunft dann auch übernehmen? Die Landkreise? Na, herzlichen Glückwunsch! In den unteren Jagdbehörden sitzen 2 Mitarbeiter und die wissen nicht, wie sie mit der Arbeit fertig werden sollen. Die freuen sich natürlich riesig darauf, die Abschussplanung zu machen und die Mindestabschusspläne zu vollstrecken. Die freuen sich auch darauf, alle 6 Jahre Pachtverträge zu prüfen. Nein, die Landkreise saufen vor unseren Augen ab. Was tun wir aber bei einer sich abzeichnenden Bewirtschaftung des Wolfs und des Bibers ohne funktionierende Hegegemeinschaft? Überhaupt der Wolf. Überall spüren wir den Ärger unserer Bauern. Sollen sie in der freien Landschaft Schafe und Rinder produzieren oder Wolfsfutter? Diese Botschaft hat sogar Herrn Woidke in Brandenburg erreicht. Ganz kurz vor der Wahl, selbstverständlich. Seltsamerweise wachsen solche Erkenntnisse immer vor einer Wahl. Oder wenn prominente Ponys gefressen werden. Aber wir reden heute über das neue Landesjagdgesetz.
Es wäre ein starkes Zeichen gegenüber unseren Landwirten gewesen, den Wolf jetzt in das Jagdrecht zu übernehmen. Das passiert natürlich nicht. Warum eigentlich? Hat das Ministerium so viel Angst vor NABU und ÖJV, dass erst noch ein paar Herden gefressen werden müssen, bevor es umdenkt? Dieses Jagdgesetz ist eine verpasste Chance für mehr Frieden im ländlichen Raum. Und so sachfremd wie beim Schalenwild verhält sich das Ministerium auch bei der Niederwildhege. Die tierschutzgerechte Totschlagfalle soll abgeschafft werden. Also Totschlagfalle, das ist natürlich ein schreckliches Wort. Die armen Medien, wie soll man das dem Bürger nur erklären? Aber versuchen wir es einmal. Wir Jäger schießen auf der Jagd. Und das können wir ziemlich gut. Wir werden ja im Schießen geprüft. Und doch passieren auch uns Fehler. Dann schießen wir ein Tier an, so wie auch Tiere im Verkehr angefahren werden. Aber stellen wir uns vor, es gäbe uns nicht. Wildtiere leiden auch dann, früher oder später. Sie werden alt, gehen an Krankheiten ein oder werden von Beutegreifern gefressen. Nicht gerade stressfrei für das Tier, aber in der Natur gibt es nun einmal keine Palliativmedizin. Die Totschlagfalle tötet tierschutzgerechter als jeder Tod, der in der Natur selbst stattfindet. Und jetzt soll dieses erprobte Mittel verboten werden. Nur in Natura 2000 Gebieten, da möchte man sie dann doch ganz gern behalten. Schließlich wird da ja wichtige Natur- und Artenschutzarbeit geleistet. Aber, Herr Minister, Tierschutz ist unteilbar. Es gibt keinen guten Naturschutz und keine böse Niederwildhege. Wer jetzt noch nicht gemerkt hat, dass dieses Gesetz von verbohrten Ideologen geschrieben wurde, dann ist das der Beweis. Liebe Freunde, sind wir schlechter als andere Naturschützer? Nein! Nun sagt unser Minister, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Euer eigener Präsident hat dem Gesetz doch zugestimmt. Dazu will ich euch als Anwalt mal was sagen. Ich habe mir die Einladung zur Jagdbeiratssitzung angeschaut. Da drin war eine Aussprache über das Landesjagdgesetz vorgesehen. Aber kein Beschluss. In keinem Verein, in keiner Gesellschaft, in keiner Jagdgenossenschaft sind Abstimmungen gültig, wenn sie nicht in der Tagesordnung vorgesehen waren. Das sind Tricks von Winkeladvokaten. Darauf werden wir uns nicht festlegen lassen. Und nun zum Abschluss. Und nun zum Abschluss zu uns selbst, zum Landesjagdverband. Als Landesjägerschaft. Wenn man über unseren Minister und die Jägerschaft nachliest, dann findet man im Internet immer das Gleiche. Backhaus lobt die Jäger. Backhaus erklärt, die Jäger sind unerlässliche Partner. Backhaus bedankt sich bei den Jägern für den Einsatz gegen die afrikanische Schweinepest. Alles sind Worte. Und wie sieht jetzt der Dank aus? Im obersten Jagdbeirat ist bei Beschlüssen über die Jagdabgabe bislang Einvernehmen mit der Landesjägerschaft herzustellen. Denkt daran, die Jagdabgabe ist kein Pappenstiel, das sind im Jahr mittlere sechsstellige Beträge. Dieses Geld bringen wir auf, und zwar mit unseren Jagdscheingebühren. Und es ist wohl klar, dass wir dann auch entscheiden wollen, wie das Geld ausgegeben wird. Doch das wollen Sie, Herr Minister, jetzt abschaffen. Wir als Verband mit knapp 10.000 Mitgliedern, wir sollen am Tisch sitzen mit einem Winzverein wie dem ÖJV und als einer unter vielen brav mitstimmen, wenn dort unsere Gelder vergeben werden. Das, ihr Lieben, das ist der Dank von Till Backhaus. Wir werden auf das gleiche Niveau heruntergestuft wie ein ÖJV. Ihr Lieben, diese Mitglieder des ÖJV, die passen hier alle auf die Bühne. Und das einzig Ökologische an diesem Club ist sein Name. Herr Dr. Backhaus, Herr Dr. Backhaus, wenn Ihnen Ihr Hund eine Ente aus dem Teich holt, dann belohnen Sie ihn und verprügeln ihn nicht. Es geht um das Geld, das die Jägerschaft aufwendet. Es ist nicht das Geld einer arroganten Ministerialbürokratie, sondern Geld, das wir aufbringen. Und wir sind es, die Wild von den Straßen räumen, das Gebrauchshundewesen tragen und das Prüfungswesen. Und ein Minister, der selbst Jäger ist, trägt jetzt eine solche Entwicklung mit.
Wollen wir, dass man so mit uns umspringt? Nein! Heute zeigen wir Gesicht. Und wir werden es auch weiterhin tun. Wenn die Landesregierung glaubt, nach einem Landtagsbeschluss zur Tagesordnung überzugehen, dann wird es eine bittere Enttäuschung werden. Herr Backhaus, das freundschaftliche Du haben Sie mir ja gekündigt. Damit kann ich leben. Wir werden es... Wir werden es aber nicht zulassen, dass die große Jagdkultur unseres Landes Mecklenburg-Vorpommern zum Spielplatz von Ideologen wird. Sie selbst betonen stets zu Recht die Schönheit unseres Bundeslandes, die auch in seinem Wildreichtum und seiner Artenvielfalt begründet liegt. Wir stehen für faire Kompromisse und wir sind dafür immer zur Verfügung und immer gesprächsbereit. Wenn Sie jedoch glauben, durch Parteiloyalität und Fraktionszwang dieses Gesetz durchpeitschen zu können, dann seien Sie versichert, dass wir nicht zur Tagesordnung übergehen. Das haben die Jäger in Nordrhein-Westfalen 2014 auch nicht getan und das hat damals eine Regierung ihr Amt gekostet. Deutschlandweit haben die Menschen die Schnauze voll von einer ideologischen Politik. Eine Politik, die keine Rücksicht nimmt auf gewachsene Strukturen, auf Bodenhaftung, auf die Menschen. Wir haben ein sehr gutes Gedächtnis. 2 Jahre bis zur nächsten Wahl vergehen schnell. Herr Minister, ich übergebe Ihnen heute unsere Hauptforderung. Stärken Sie die Hegegemeinschaften, anstatt sie zu schwächen. Erhalten Sie unser Wild durch eine Beschränkung der Abschussplanung. Gewährleisten Sie nachhaltige Reviernutzung durch die Erhaltung der Mindestpachtdauer. Gewährleisten Sie einen wirksamen Bodenbrüterschutz. Riskieren Sie keine Spaltung von Forst und Jagd durch Sonderrechte. Lassen Sie sich nicht auf die vom ÖJV geforderte Nachtjagd auf Reh- und Muffelwild ein. Geben Sie ein Bekenntnis zur Jägerschaft ab durch Erhaltung der Einvernehmensregel im obersten Jagdbeirat. Wir waren einmal enge Mitstreiter und das können wir wieder sein. Da bin ich sicher. Und jetzt, ihr Lieben, zeigen wir dem Minister noch einmal, dass wir es ernst meinen. Und dazu passt nichts anderes als unser alter Jagdruf. Auf Wild, Wald und Jagd in unserem lieben Mecklenburg-Vorpommern. Ein dreifach kräftiges Heudo! Ja! Heudo! Ja! Heudo! Ja! Danke. Ja!